Ja, ich bin froh, dass wir weitergekommen sind. Ich glaube, dann am Ende auch verdient in der Höhe. Auch erste Halbzeit haben wir uns ein bisschen schwer getan und mussten den Bautzener Widerstand noch tatsächlich brechen. Da waren wir echt nicht gut im Spiel. Wichtig war zweite Halbzeit relativ zügig dann auch die Tore nachzulegen, damit es ein ruhiges Spiel wird. Vielleicht hinten raus noch das eine oder andere Tor möglich gewesen, aber am Ende weitergekommen. Alle gesund. So passt es. Heute Vormittag stand das Spiel einen Ticken auf der Kippe, weil halt ein paar Jungs meinten, hier irgendwie noch ein paar Reste von Essen auf die Tribünen zu schütten und das mit entsprechendem Gestank zu versehen. Aber die Verantwortlichen hier von Borussia Bautzen haben da sehr, sehr schnell und waren sehr hilfreich und haben das Ganze beseitigt, sodass das Spiel auch stattfinden konnte. Die Fans dann auch entsprechend auf ihrer Position in ihrem Block dann auch unterwegs sein konnten. Nochmal an der Stelle großes Dankeschön, dass es so geklappt hat. Ja, die Jungs haben dann ab morgen dann frei. Wir treffen uns morgen Vormittag nochmal, werden ein bisschen Kabine aufräumen, Pläne übergeben, ein paar grundsätzliche Sachen für die Pause mitgeben und dann ist bis zum 8. Dezember dann erstmal frei und dann legen wir wieder los.